Ein freundliches Hallihallo Hallöle bei Let's Play Auswahlbildschirm. Ja. Ich habe hier mal auf Empfehlung mal was Neues. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber ich dachte, da testen wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Aber ich denke, hoffe, dass es funktioniert. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Das Fax Pure BD Craft irgendwas. Texturenpack, auf jeden Fall. Das ist mir mal so empfohlen worden. Dachte ich mir, probiere ich mal aus, wie das aussieht. Ja, bisher. Kann man das schon mal nehmen. Das sieht hier ein bisschen süß aus irgendwie. Das ist ein bisschen Comic-Style irgendwie. Alles ein bisschen Comic-Style. Ich weiß, ob das für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu knallbunt quietschig ist. Echt Comic-Style hier. Ach Gottchen. So, was haben wir denn hier eigentlich alles einstecken? Steinziegel und Holz. Waren wir mit dem Dach da drüben fertig gewesen? Sagen Sie mal. Sagen Sie mal, ist das so? Wenn dem so wäre. Doch, das Dach hatten wir fertig. I remember. Brauchen wir den jetzt eigentlich erstmal nicht mehr? Ja, ganz schön viel mit diesem Gedöns einstecken. Oh, da muss noch ein bisschen. Soll ich da unten? Ist egal. Ich dachte, da muss man sich jetzt erstmal hier an die Texturen gewöhnen, dass das alles so ist hier. Um hier durchzublicken. Ich nehme den doch wieder mit. Jetzt erinnere ich mich, dass ich ihn vielleicht doch brauche. Gehen wir gerade mal in den Keller. Dieses Auswahl-Pentagon, so nenne ich es mal, ist auch ein bisschen verwirrend. So. Nicht, was passiert, wenn ich die alle im Inventar behalte. Habe ich dann noch Platz genug? 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nein, habe ich nicht. So. Ei, wie hübsch. Na, das ist ja echt ein bisschen quietschig. Aber gut. Arbeiten wir erstmal mit diesem Texturenpack jetzt einen Moment lang. Will ich mich ja mal nicht gegen verschließen. Kann man ja mal machen. Ich persönlich bin aber eher ein Freund von den. Meine Leiter ist kaputt, die hat lauter Lücken. Von den etwas realistischeren Texturenpacks. Ja, jetzt habe ich hier natürlich den ganzen Stein geholt und habe überhaupt keinen Platz für die Kohle. Toll, Blümlein. Ah, das ist ja echt alles ein bisschen arg kitschig hier, ey. Boah. Na gut. Was tut man nicht alles? Um seinen Zuschauern einen Gefallen zu tun. Oder seinem Zuschauer oder wie auch immer. So, schmeiß ich mal ein bisschen Stein auf die Wiese. Wir brauchen nämlich erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mal Kohle. Bevor wir hier irgendwas anderes machen können.
Ach Gott, wie sieht das denn aus? Also es gibt irgendwie, glaube ich, in diesem Texturenpack auch noch... Ich hab mir das jetzt nicht so genau angeguckt, muss ich gestehen, weil ich jetzt irgendwie gerade mal jetzt Zeit hatte für eine Aufnahme und jetzt nur mal eben auf die Schnelle wenigstens irgendwas, was nicht default ist, haben wollte. Plock. Irgendwas hatte ich da noch gesehen mit diversen Patches. Andere Variationen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da bei diesem Texturenpack auch noch irgendwelche Alternativen. Ups, da ist der Stein schon raus. Ja. Egal. Oh, Eisen. Der Verantwortliche für dieses Texturenpack, also nicht der, der es jetzt erstellt hat, sondern der dafür verantwortlich ist, dass ich das jetzt hier benutze, kann sich ja gerne jederzeit dazu äußern. Nun, wird da wahrscheinlich sowieso. Also, auch egal. Komm, packe ich jetzt da rein, ist mir egal. So. Jetzt können wir die auch wieder mitnehmen. Hier ist mein Boden wieder rosa. Schick, schick, schick. So. Ja, das macht ja auch so viel Sinn. Dann werden wir das alles mal wieder verdingsen hier. Den nicht, den da. Und diesen und jenen. Denn wir haben einen Westflügel fertig zu stellen. Und eben jener Fertigstellung nähern wir uns jetzt auch schon mit großen Schritten. Das ist ja echt knuffig hier. Was mir an diesem Texturenpack gefällt, auf jeden Fall, mal davon abgesehen, dass das so ein bisschen quietschig ist, dass hier so diese dunklen Steine oder so, die sind nicht regelmäßig, die sind ganz individuell, irgendwie nach Zufall. Und das macht es ein bisschen abwechslungsreicher, das ist ganz nett. Damit sieht das nicht alles gänzlich gleich aus. Mein Schwert sieht ein bisschen doof aus und die Creeper sehen vielleicht bescheuert aus. Nein! Und sie sind auch bescheuert! Warum stirbst du denn nicht, du Sacksau? Na, wenigstens war er nicht mehr ganz so sprengwütig. Ich glaube, es hackt, Leute! So, für klare Verhältnisse sorgen hier. Gar nicht. So, ich habe in der Zwischenzeit natürlich wieder vergessen, in welchem Stockwerk ich hier mittlerweile bin. Aber hier liegt Schnee. Das, der bestimmt schon was zu sagen. So, aber wir haben hier den Boden hatten wir überall gemacht. Das hat in der Zwischenzeit auch schon wieder
geschneit. Ich kann jetzt hier nicht erkennen, wie viel Glas jetzt hier schon drin ist überall, ne? Vielleicht kann ich es hier erkennen. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Oder ich schieb gerade mal hier rüber aufs Dach. Ja, ja. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock. Ich setze gerade den fünften an. Okay. Dann setze ich halt mal den fünften an. Tadam. Gerade. Nein, das. Gerade überlegen, ob ich von diesem Texturenpack hier Kopfschmerzen kriege, aber ich glaube, das hat andere Gründe. So. Es. Boah, man wird einem schon so ein bisschen wirr vor den Augen bei dem Zeug hier. Ich glaube, ich habe viel. Zu wenig Glas. Mal den Eimer weg. So, und jetzt geht hier nämlich hier die Fensterei wieder los. Ich glaube, das machen wir morgen früh, hä? So drüber nachdenk. So wie da gerade die Sonne verschwindet, die fünfeckige. Warum ist hier alles in diesem Texturenpack fünfeckig? Das erklären wir mal einer. Dass das bitte für einen tieferen Sinn haben soll. Dass hier alles fünfeckig ist. So. Zack. So, der muss ja eigentlich hier sein, ne? Ja. Jetzt geht das ja mit dem nicht auf. Ist der da? Oder? Ja, der ist da. Dann ist der natürlich hier. Also auf keinen Fall. Und dann muss der aber hier sein. So, und die Scheiben reichen natürlich nicht. Das war zu erwarten. Aber wir brauchen nicht mehr so viel Blöcke. Das heißt, wir können ja doch locker da noch 6 entbehren. Dann jetzt auch direkt tun dürfen. Jawohl. So, der muss dann wahrscheinlich auch wieder hier sein. Kurz
Warte, noch mal gucken. Wegen der Ordnung, jawohl. Hier wird es jetzt interessanter, weil hier jetzt irgendwie zur Seite ganz viel Platz ist. Ja, da haben wir hier nämlich die Ausnahme. Der ist nämlich hier. So, und hier kommen wieder Blöcke rein. Das ist jetzt die erste Ebene, wo wir die Fenster komplett einmal rund durchziehen, weil jetzt hier halt auch kein Dach mehr ist. So, das heißt, die kommen auch hier hin. Jawohl! Und wir sind wieder einmal rund. Jetzt können wir wieder ganz gemütlich in aller Ruhe Massen an Stein verbraten. Derweil kann ich ein bisschen über Dinge erzählen. Ja, ich bin immer noch versucht vorzuproduzieren, aber im Moment ist das noch ein bisschen schwierig. Aber mal sehen. Ich kann leider immer noch nichts dazu sagen, wie lückenlos hier Minecraft weiterlaufen wird, weil ich leider immer noch nicht sinnvoll weitergekommen bin bezüglich meiner Wohnungssuche. Ich arbeite in Hochtouren dran. Aber das ist halt noch das Problem. Ich weiß auch noch nicht, wie lange es dauern wird, bis ich dann in der neuen Wohnung Internet habe und überhaupt und sowieso. Und gleichzeitig bin ich in dieser gesamten Umzugsphase noch eine Woche weg. Wie das auch letztes Jahr der Fall war. Und so wird es halt auch dieses Jahr wieder sein. Weil das ja klar ist. Ich mir wieder. Ich glaube, dieses Jahr werde ich das nicht so machen, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Mit ich versuche mir mal 5 Wochen frei zu nehmen. Das war aber auch letztes Jahr so ein bisschen. Ja, auch ein gesundheitliches. Ihr erinnert euch, hoppla. Jetzt schmeißt die Schaufel und ich einmal quer durchs ganze Inventar durch. Dass ich da letztes Jahr gedacht habe, müssen wir mal echt eine Auszeit nehmen. Fakt ist, ich bin zum Monatswechsel Juni, Juli halt eine Woche nicht da. Das kommt dann auch noch dazu, aber ich hoffe, dass Zug bis dahin eigentlich erledigt ist, so der Plan. Ja. Gerade ist ein bisschen am Stocken, aber ich glaube, das hat andere Gründe. Das liegt jetzt, glaube ich, nicht an den Texturen. Aber es ist trotzdem nervig. Könnte mal wieder aufhören. Ja, mein Rechner braucht eigentlich auch mal Urlaub. Gebe ich ehrlich zu. Wobei er jetzt eigentlich momentan so viel gar nicht zu tun hat, da ich jetzt alles andere gecancelt habe erstmal. Ist halt der Umzug erledigt, ist eben nur Minecraft läuft. Da auch eigentlich nicht so viel auf der Platte rumliegen, worüber er nachdenken müsste. Bow, bow. Ah! Dezente Koordinationsprobleme.
So.